Es ist dem Feind gelungen, die Front- und Breiteformation zu durchbrechen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Bogdan, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Das war ein Befehl! Hören Sie den Beschuss nicht? Der Angriff Steiners war Befehl! He's died. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Die Gesamtgeneralität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, trauriger Feigling. Die Generalität ist das Geschneis des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Es sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kraft für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiners ist nicht erfolgt. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!